Moin Moin Geartester, heute wollen wir euch einen Jeep Wrangler vorstellen und euch zeigen, wie er sich im Revier schlägt, was das Auto alles so kann, und wir nehmen euch einfach mal mit. Erstmal ist es eine Automatik, sind ja fast alle neuen Autos, würde ich sagen, in dieser Preisklasse und in dieser Ausstattung sind Automatik. Ein Keyless Auto, also ohne einen direkten Schlüssel. Wenn der Schlüssel in der Nähe ist, könnt ihr auf den Knopf drücken und dann startet das Auto automatisch. Wenn man sich hier umschaut, der ist voll ausgestattet, lässt keine Wünsche offen. Von Sitzheizung, Lenkradheizung, Apple CarPlay, Android Autosystem, Navi, Touchscreen. Man kann alle möglichen Medien anschließen. Hier unten sind USB, USB-C Anschlüsse. Also von der Ausstattung her schon mal Wahnsinn. Man kann alles über das Lenkrad auch steuern. Man hat hier eine Sprachsteuerung. Man kann ein Telefon ab- und annehmen. Man hat hier den Tempomat, Abstandssensoren. Alles, was es gibt. Also die Karre hat echt volle Hütte. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal los. Startet schon mal gut. Bei vielen Automatik ist es ja, wenn man anfährt, dass er immer erstmal so einen Ruck gibt, dass dann erstmal die Schaltung greifen muss. Aber der startet wunderbar. Noch gar nicht auf Gas gedrückt. Fährt echt super an. Können wir noch mal einen kleinen Test machen. Mal anhalten. Ja, ohne zu rucken. Fährt er los. Hat hier verschiedene Übersichten, Kraftstoffverbrauch, Geschwindigkeit wird rechts angezeigt, die Umdrehung wird links angezeigt und er zeigt auch an, welchen Gang man hat. Vorne ist die Schaltung. Das sind die Normal-Automatik-Schaltungen, wie man es von jedem Auto kennt, und hier ist nochmal die verschiedenen Getriebegänge. Also wenn man nur Zweiradantrieb hat, automatische, permanent, neutral und nochmal eine Untersetzung, wenn es richtig ins Gelände geht oder einen Hang hoch, kann man da nochmal eine Untersetzung einschalten. So, mal gucken, ob wir hier durchkommen. Ganzen Offroad-Parameter, Neigungswinkel, Höhenmeter. Gut, wir haben hier knapp 20 cm Schnee, das ist schon mal kein Problem. Hier vorne gleich mal den Hang hochfahren und mal gucken, was er dazu sagt. Wie so ein typischer Jeep halt aufgebaut ist, braucht es so ein Dach eigentlich gar nicht. Und deswegen können wir auch bei diesem schönen Wetter bei 9 Grad minus und 30 cm Schnee mal das Dach aufmachen. Und das öffnet sich bis ganz hinten hin.
Man kann hier auch ein schönes Cabrio draus bauen, alle möglichen Anbauteile abnehmen. Man kann vorne die Frontscheibe rausbauen. Jawohl, geil. Jetzt gucken wir mal, was er sagt, wenn wir den Hang hochfahren. Hang runter war ja Spielkram. Unter uns, man kann hier auch die Helligkeit der kompletten Anzeigen runterregeln. Man sieht, dann ist hier alles aus, komplett keine Beleuchtung mehr. Und das ist natürlich geil, wenn man aussteigen will, irgendwelche Saunen anpirschen oder im Revier fährt. Man kann allgemein die Helligkeit runterdimmen. Und was auch geht und auch nicht schlecht ist, mit einem Druckknopf sind komplett alle Töne ausgeschaltet. Man hört kein Piepen mehr, kein Bimmeln mehr. Man kann alle Assistenzen ausschalten, dass wenn man im Revier ist, die auch wirklich aus sind und nicht einfach wieder angehen, wenn sie meinen, sie sollen angehen. Da ist hier echt mitgedacht worden. Wie man das von einem Jeep kennt, ist hier hinten das Reserverad angebracht. Hier unten ist die Rückfahrkamera eingebaut. Und den Kofferraum können wir uns mal angucken. Das ist ein zweigeteilter Kofferraum. Relativ groß, wie man sieht. Hier ist auch ein großes Soundsystem drin. Hier unten ist noch eine kleine Verstaufläche angebracht und wie gesagt, man kann diese ganzen Teile, die von innen hier weiß zu sehen sind, abbauen und dann im Sommer ohne irgendeinen Anbau durchs Revier heizen. Hier sind diese wie so ein Überrollbügel, die bleiben natürlich dran, aber die Seiten kann man ausbauen, man kann die Türen aushängen und wie gesagt, auch die Frontscheibe kann ausgebaut werden. Das ist ein richtiger Geländewagen, deswegen heißt das Ding auch Jeep. Mach das hier wieder zu. Gucken wir uns mal von vorne an. Wie man sieht, ist hier ordentlicher Unterbodenfahrschutz. Das ist ein paar Zentimeter Stahl angebracht. Da ist ein Ast oder mal ein Stein, den man übersehen hat, nicht weiter tragisch. Und in der Jagdedition ist hier eine Seilwinde drin verbaut, die auch ein paar Tonnen ziehen kann. Also die haben sie im Schnee schon gut ausprobiert und konnten einige aus der Schneewehe rausziehen. Das war ohne Probleme möglich. Hier vorne sind auch Sensoren angebracht, dass man haargenau einparken kann. Und man sieht von der Bodenfreiheit, da sind einige Zentimeter, da kommt man gut durchs Revier. Schauen wir mal, was er unter der Haube hat. Links die Klemmen aufmachen. Dann ist hier in Verriegelungshaken. Und schon können wir in den Motor gucken. Das ist ein Diesel, logischerweise 200 PS. Der hat genug Power. Der ist nämlich auch nicht ganz leicht. Die genauen Fahrzeugdaten von diesem Wagen schreibe ich euch nochmal in die Beschreibung des Videos rein. Da könnt ihr das nochmal im Detail nachlesen. Bei der Seilwinde ist es so, hier ist so ein Schlüssel. Damit kann man die hier einschalten, einstecken und drehen. Steht hier auch genau drauf, on und off. Und dann gibt es eine Fernbedienung. Wenn ich hier auf den grünen Knopf drücke, schaltet die sich an. Sieht man hier einen kleinen roten Punkt leuchten. Und dann geht es auch schon los. Ganz wichtig, an dem äußeren greifen, weil wenn er hier greift und er zieht ein, ist Finger oder Hand ab.
also wir haben den Jeep jetzt an eine Buche angebunden. Es geht so ein bisschen Hang hoch. Und jetzt werden wir mal gucken, was die Seilwinde so drauf hat. Starten ihn mal. Schalten in neutral. Und hier ist die Fernbedienung. Ist das hier mit einer Lederausstattung und hier mit Ledergriffen und so weiter. Das ist natürlich gerade für uns Jäger eine wichtige Sache. So Ledersitze, wie man sieht, die Hosen sind dreckig. Jetzt beim Schnee, ganz schnell kommt man mit einer nassen Hose wieder. Dann kann man sich auf den Ledersitz setzen, macht die Sitzheizung an und in 2 Minuten ist alles wieder trocken. Das macht echt viel aus, gerade wenn man viel im Revier draußen ist. Die Verarbeitung ist sowieso sehr hochwertig, also da hat Jeep super Arbeit geleistet. Und wenn ihr euch wundert, warum der so aussieht, das hier ist die Jagd-Edition, also ist speziell für Jäger entwickelt, von der Ausstattung her, von der Farbe her etc. Das ist also die Wrangler Jagdausstattung hier. So, kommen wir zum kleinen Fazit von der Vorstellung des Jeep Wranglers in der Jagdedition. Es ist ein hochwertiges Auto mit einem riesen Umfang an Ausstattung. Wenn ihr also ein Jagdauto sucht fürs Revier, das überall durchkommt, auch in den letzten Rückewege keine Probleme hat, aber trotzdem eine Top-Ausstattung hat, sich bequem fahren lässt, dann werft mal einen Blick auf den Jeep Wrangler. Und zwar ist das hier eine spezielle Jagdedition. Sie ist so in der Konfiguration für Jäger erstellt worden. Und der Kooperationspartner von Jeep Experience ist Jagdwelt 24. Darüber bekommen Jäger, also Jagdscheininhaber, auch spezielle Konditionen für dieses Fahrzeug. Wenn ihr da Näheres zu wissen wollt, dann schaut in den Link, den ich euch in die Beschreibung setze. Und wir versuchen jetzt das Auto noch irgendwie zu versenken, um uns dann mit der Seilwinde wieder rauszuziehen. Aber ich glaube, das klappt nicht so schnell.